Wir sind in einer sehr schwierigen Situation. Der Bundesrat hat sehr gute Massnahmen getroffen und diese Massnahmen muss man unbedingt anwenden. Bitte bleiben Sie daheim und wenn Sie unbedingt raus müssen, dann bitte 2 Meter zwischen beiden. Über 65-Jährige in unserem Land sind besonders auffordert, bleiben daheim. Geht nur raus, wenn es dringend ist und dort den Kontakt mit euren Enkeln auf Distanz pflegen. Denn wir wollen gesund bleiben und nicht die Verantwortung tragen, dass andere angesteckt werden. Wir denken auch an alle die Leute, die im Spital arbeiten. Für diese Leute ist es auch wichtig, dass wir die Massnahmen des Bundesrats anwenden. Warum? Wenn alle Kranken gleichzeitig im Spital gehen, dann ist unser Spitalsystem überlastet. Wir sind euch Gedanken von der Familie, die bereits tot müssen beklagen. Wir wissen auch, dass viele Menschen krank sind, schwer von dieser Krankheit gezeichnet sind. Wir wünschen euch viel Kraft für die Wiedergenesung wünschen und wir müssen die Krankheit überwinden. Wir haben auch gelesen in den Social Media, alles was die Jungen machen, ich weiss, das ist nicht lustig, so daheim bleiben, aber das ist unbedingt nötig. Denken Sie bitte an Ihre Großeltern, bleiben Sie daheim, es ist nur ein paar Wochen, es ist auch eine Möglichkeit, in einem anderen Weg zusammen zu kommunizieren. Wir setzen alles daran, dass unsere Institutionen funktionieren, der Bundesrat funktioniert, auch das Parlament funktioniert. Wir haben unterbrochen, für die nächste Session vorzubereiten, damit dass wir die Beschlüsse fassen können, die es braucht, dass unser Staat gesund wieder wird. Zusammen gegen das Coronavirus.